Herzlich willkommen zu den PVMP at News 41. Zwei Wochen sind wieder rum und ja, es ist auch mal was passiert. Ja, seit vom Freitag auf Samstagnacht ist der Beta-Test-Server Bullroar online und man kann dort ganz liebevoll und getrost Update 18 testen. Update 18 wird einige Veränderungen natürlich mitbringen. Es geht erstens in der Geschichte weiter. Der Level Cap wird auf 105 erhöht. Ein neues Gebiet wird dazu kommen und drei neue Instanzen für die Helden, die dann ab Level 75 dann man gehen kann. Der neue Raid ist noch nicht da. Falls ihr euch gerade wundert, hallo Ungol, warum ist jetzt irgendwie deine Strukturdetails da im Video so komisch? Das war doch mal besser. Ja, da kann ich euch nur sagen, da können sich einige Spieler von euch schon mal dran gewöhnen, zumindest für die, die keine großen Rechenleistungen haben oder ähnliches. Ich fange mal von vorne an. Viele wissen ja, Performance-Probleme, das klagt ja schon seit Jahren auch bei Turbein. Und klar, wir sind dann auch am Anfang des Jahres in das neue Rechenzentrum umgestellt worden, umgezogen. Aber irgendwie kriegen die das ja noch nicht so richtig hin. In den Ettenöden leckt es weiter, es gibt immer noch kleine Buggys und ähnliches. Das haut noch nicht so richtig hin. Und da hat Turbein so eine richtig geile, funkelnde Idee gehabt, wie, ja, warum sollten wir jetzt die Server verbessern? Sollen die Spieler einfach mal mit weniger Strukturdetails und ähnliches und wenigen schönen Bling-Bling- und Blabla-Effekten spielen? Meines Erachtens, nein, möchte ich nicht. Ich möchte das Spiel in dieser schönen Auflösung spielen können, wie es sonst auch mal war. Weil früher ging es ja mal. Meines Erachtens, die Lags haben richtig angefangen gehabt, nicht nur da, wo die Server ein bisschen voll geworden sind, sondern eher mal da, wo dann auch die Kriegsrösser dann reingekommen sind. Da fingen dann die Server, finde ich, richtig anzulecken und richtig Probleme anzumachen. Aber nein, man hat dann wirklich bei Turbine gesagt, nein, wir schreiben das Spiel jetzt so um, wir installieren da was, so einen kleinen Haken, den wir setzen können, PVMP, ja, schön, reinsetzen, dann wird alles so, gewisse Strukturdetails werden dann runtergefahren, werden komplett ausgeblendet und ähnliches. Und dann, ich habe jetzt hier mal den Härtefall gemacht, sieht es so schön aus wie aktuell. Ah, Minecraft-Grafik in Herr der Ringe Online, ist das geil. Ja, aber leider nicht zu ändern. Schade eigentlich. Genau kann man das mehr eher so sagen, dass man ja von Turbine. Ja, ich finde das schwierig zu sagen. Ich finde das ehrlich gesagt nur traurig. Viele Reaktionen auch bei Facebook, als ich dann die News darüber geschrieben habe, viele waren enttäuscht darüber, warum die das jetzt schon wieder machen. Und da sagen ja auch schon wieder auch ältere Spieler, nee, dann komme ich erst recht nicht mehr wieder zurück. Aktuell. Ich war gestern fast einen halben Tag, gut, außer die eine Geschichte, da wo ich dann mit Elmo CR unterwegs war und wir dann ein bisschen die neuen Gebiete gemacht haben, uns angeguckt haben auf der Heldenseite. Aber ansonsten, nee, ich finde es einfach nur traurig, dass sich das so gerade entwickelt. Ja, mal gucken, ob die das noch machen. Momentan nennt sich das ja dann, den Reiter werdet ihr nachher ganz normal unter Grafik, dann Optionen, direkt oben in der Qualität dann drunter finden. Da wird dann, jetzt auf Englisch heißt es dann PVMP Performance Override. Ich denke mal, da wird dann irgendwie im Deutsch PVMP Grafikanpassung stehen oder sowas ähnliches. Wenn man den Haken drin hat, der ist standardmäßig von Anfang aktiviert. Und du, egal ob es jetzt auf Monster, soweit ich einloggst, ist sowieso dann standardmäßig aktiviert. Das werdet ihr sehen. Grafik, und auf Heldenseite ist es dann so, sobald ihr dann in die Ettenöden geht, wird dann die Grafik automatisch herabgesetzt. Wenn der Haken dann drin ist, wenn der Haken dann nicht drin ist, den könnt ihr dann natürlich rausnehmen. Dann spielt er ganz normal weiter mit der normalen, schönen Auflösung und den kleinen Details, wie ihr es gewohnt seid. Ja, aber ganz ehrlich, ich krieg langsam Augenkrebs hiervon. Ich glaube, ich stell mal kurz die Grafik wieder um. Ah, sieht doch viel besser aus. Ja, ah. Oh, da unten. Man kann ja richtig was sehen. Juhu! Natürlich wird sich auch dadurch, dass der Level Cap angesetzt ist, jetzt erhöht worden ist auf 105, auch natürlich an den Monster-Moralwerten ansehen. Hier aktuell Golluk mit 144.000. Rang 8 aktuell, normal, und das jetzt der Golok auf Bullroar mit 166.000 Moral, auch Rang 8, das ist derselbe Kaff, nur da dann auch alles gebabbelt, also alles gebufft. Das sind die Maximalwerte gewesen von meinem Rang 8 Kaff, die auf den jeweiligen Seiten. Aber ansonsten, ja, gucken, wann es kommt. Ich persönlich rechne damit, dass das Update 18 Mitte April
erscheinen wird. Ja, gucken, was da jetzt noch kommt. Natürlich hat das ein bisschen Shitstorm auch ausgelöst, dass es jetzt wieder heißt, ach, jetzt müssen wir Spieler wieder leiden darunter, dass wir jetzt mit weniger Grafik auslösen müssen. Aber aktuell zeigt es wirklich, was ich vorhin noch hinaus wollte, auf Bullroar, es leckt trotzdem noch. Also da hast du trotzdem immer noch die Möglichkeit, nee, da geht es immer noch nicht raus. Also irgendwie, die denken wirklich, es liegt dann an uns, dass es dann leckt und ähnliches. Ach. Nee, ich finde es einfach nur traurig, schade, Turbine. Vielleicht machen die ja endlich mal irgendwann mal was, weil es betrifft ja nicht nur auf uns Monsterseite, sondern auch die Heldenseite, die da drüben, die haben ja auch, ist mir zu Ohren gekommen, massiv Probleme, wenn dann wirklich mal ein Monster-Set gegen anderthalb Creeper-Set, was, dass auch die nicht immer alle Skills rauskriegen. Obwohl es natürlich manchmal auf Monsterseite anders einen Anschein gemacht hat, aber da ist mir auch schon von mehreren zu hören gekommen. Nein, auch wir haben dann massiv Probleme. Und bitte, Turbine, ändert es, weil wir mögen gerne Herr der Ringe online, ansonsten würden wir dieses Spiel nicht spielen. Und ansonsten, bitte macht doch einfach mal was da dran. Ist doch nicht so schwierig, oder? Da ein paar größeren Prozessor reinzusetzen, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher oder ähnliches, was weiß ich, da reinzusetzen. Aktuell Wanderheuschrecken. Ja, da, als ich die News heute Morgen auf Facebook reingesetzt habe, haben mich gleich zwei Leute angeschrieben, was meinst du mit Wanderheuschrecken? Ja, Wanderheuschrecken, da sind momentan meine Lieblingsmonstermaden mit gemeint. Wie will ich es so erklären? Wenn ich in einem großen Goldfischglas sitze mit ganz, ganz vielen anderen und ich mich beschwere, oh, das ist doch ganz schön eng hier, aber ich habe dann die Möglichkeit, kostenlos mich in einem anderen Wasserbecken transferieren zu lassen. Dann mache ich das und merke, oh, ich habe Platz, ich kann mich ja bewegen. Ah, ich sag mal meinen Freunden Bescheid, dass ich mich hier einwandfrei bewegen kann. Dann kommen alle anderen und auf einmal habe ich doch schon wieder irgendwie Platzangst hier. Worauf will ich hinaus? Richtig, Laurelien. Laurelien. Alle transferieren sie momentan nach Laurelien, weil da kann man so super wunderbar PvP spielen. Leckfrei. Nicht mehr. Ist mir nämlich auch zu Ohren gekommen und ich persönlich guck's mir dort nicht an, weil ich bin ehrlich gesagt mit Gweihe und Bullroar sage ich jetzt schon. Bullroar war ich die letzten Tage, deswegen habe ich es immer noch im Kopf. Billiger beschäftigt genug, da muss ich mir noch irgendwie ans Bein pinkeln, sage ich jetzt mal, auch nochmal auf Laurelien nachzugucken, wie es da ist. Aber ganz ehrlich, die 5-6 Leute, von denen ich es gehört habe, die kenne ich schon seit Jahren und okay, auch die werden dann irgendwann wieder transen, weil es leckt ja nur noch da. Deswegen sage ich Wanderheuschrecken. Es ist völlig normal, wenn du auf einen leeren Server gehst, wo nicht so viel los ist, ähnliches, dann kannst du wunderbar spielen, der Server hat seine Ruhe, kann alles normal renderieren und ähnliches. Und wenn dann auf einmal doch ein paar Hunderte meinen, ach nee, da kann man so geil, dass auch da der Server dann abkackt. Leute, ist doch völlig normal. Ne? Es ist genauso, wenn ich versuchen würde, mit meinem Ferrari Trabi-Motor reinzusetzen und versuche, von 0 auf 100 in 8 Sekunden zu kommen. Schaffe ich noch nicht mehr mit dem Trabi. Was sollte im PvP geändert werden? Richtig, da hatte ich ja vor 2 Wochen aufgerufen gehabt. Da habe ich auch ein kleines Gewinnspiel. Ganz zum Schluss werde ich nochmal einen Namen nennen. Die sollen sich dann bitte nochmal per E-Mail an mich wenden, weil irgendwie haben die ihr YouTube-Account so geschützt, dass sie denen noch nicht mal Nachrichten schreiben kann. Ganz zum Schluss sage ich dann die Namen hier gleich nochmal. Da möchte ich euch gern ja einiges doch eigentlich auch vorlesen, was man so geschrieben hat. Also als erstes, als ich mir dann einen Überblick gemacht habe, finde ich, dass viele gesagt haben, an Keeps sollte man was ändern. Die Klappen sollte man zum Beispiel entfernen. Oder irgendwie generell mal, aber was eigentlich alle wollen, ist ein Balancing. Aber Leute, ihr wisst ganz genau, wir reden von Turbine. Balancing? Balance? Was ist das? Das kennen die nicht und da muss ich schon wieder mein kleines Ungolkonje-Mimimi raushängen lassen. Wenn dann wirklich es ein klein wenig den Anschein hat, dass die Monster ein kleines bisschen zu stark sind. Liebe Helden, ihr meckert auch. Also, es ist schwierig. Man kann PvP, zumindest bei Herr der Ringe Online, die kriegen es irgendwie nicht hin, das anständig zu balancieren, dass man da ja wirklich sein Spiel hat. Es ist momentan ja auch definitiv ausgelegt, SZs gegen SZs. Viele würden sich auch gerne wieder wünschen, dass man mit kleineren Gruppen
da auch mal wieder was machen könnte. Und statt, dass man wirklich nur mit SZ gegen SZ reinschreiben sollte. Mira Lotro schrieb zum Beispiel, es sollte sich meiner Meinung nach einige Dinge in den Ettenöden ändern. Dazu gehören unter anderem die Keeps. Es benötigt viel zu wenig Zeit, ein Keep zu drehen. Und es sollte zudem viel zu ein... jetzt habe ich mich schon wieder verlesen hier. Was sollte das denn hier? Angepasste NPCs und Flaggen wie damals würden zum Beispiel dazu beitragen. Im Moment ist es teilweise so, dass man ein SZ für eine halbe Ewigkeit hinterher rennt, da diese alle zwei Minuten ein anderes Keep drehen. Außerdem sollten die Falltüren, Anti-Fall-Verletzungen, Shop-Sprints etc. entfernt werden. Shop-Sprints würde ich sofort, ja, bitte raus damit. Ich bin mit meiner Spinne sowieso schneller, als ihr gucken könnt. Ich habe ja von der Rassenfertigkeit sowieso schon 10% mehr Laufgeschwindigkeit. Von daher, Gamus 10 schreibt zum Beispiel, da muss ich aber wieder sagen, da wird es natürlich wieder leckfrei, noch mehr lecken, wenn man genau drüber nachdenkt. Er würde sich gerne wünschen, dass man mit einem Festen so einrichten könnte, dass man auch mit Katapulten schießen könnte. Ja, die Idee gab's schon mal. Am Anfang, wo es ja dann auch mit den Instanzen dann mit den epischen Schlachten dann rauskam, ob man das nicht auch in den Ettenöden machen könnte, aber das, ganz ehrlich, da wird es ja noch mehr am lecken. Das ist meiner Meinung nach. Also, nee. Nee. Was auch wiederum einige gesagt haben, außerdem würden mir solche Sammelplätze gefallen, wie damals zwischen Toll- und Elbenlager. Ja, das war wirklich ein... Ja, aber man hat ja dann doch gesagt, nein, die jeweiligen OL und EL sollen dann wieder anders sein. Ob die da schon wieder was machen, ich weiß es auch nicht. Es ist... echt schmerzhaft. Komisch. Suklon FR schrieb, ich würde mir vor allem ein entspannteres Leveln wünschen, da ich noch nicht sehr lange in den Ettenöden unterwegs bin und häufig zu Zeiten, wo wenig Leute da sind, ist es meistens so, dass wir nur zu dritt oder zu viert unterwegs sind. Da ist es dann schon sehr unangenehm, wenn ein Hüter oder ein Bade sich auf einen stürzen und innerhalb von Sekunden plätten. Deshalb würde ich mir etwas mehr Verrufenheit und Auszeichnung wünschen, auch wäre es echt klasse, wenn es eine Möglichkeit geben würde, die anderen Klassen im PvP mal auszuprobieren. Und was auch super wäre, wären mehr Stützpunkte. Ja, Stützpunkte. Keeps. Mehr Stützpunkte würde ich gar nicht persönlich so machen wollen. Es reicht so, aber die Klappen könnten sie meinetwegen komplett wieder raus entfernen. Oder zumindest, dass man die Klappe dann entweder nur ein-, zweimal benutzen kann, ähnliches, je nachdem, welcher Fraktion die gerade angehört. Würde ich dann eher ändern wollen. Klappen, dass man einmal rausgehen kann von da hinten und fertig. Aber dann nicht wieder hoch und runter und hoch und runter, weil, nee, das ist dann auch irgendwie blöd. Ansonsten habe ich mir das alles schon vorgelesen. Einige Beispiele habe ich ja schon genannt. Ansonsten möchte ich gerne noch einmal bitten, dass X, Herold X und Suklon FR und Türstein Anduin mir dann hier unter dem Video, habe ich nochmal eine E-Mail-Adresse hinterlegt, mir da nochmal eine E-Mail-Adresse, also mir dann nochmal eine E-Mail schreiben, damit ich euch die Punkte, ja, zuschicken kann und ihr euch dann jeweils auf die jeweiligen Punkte hören könnt, freuen könnt und die dann im Shop verticken könnt. Ja, ja, das war's auch schon wieder von mir von dieser Woche. Die nächsten Ad-News kommen dann wieder nach Ostern erst. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Eiersuchen. Ich werde mich jetzt nochmal getrost nach Bullroa begeben und dort weiter testen. Übrigens, Wagemut bleibt auf 25. Bis dahin, ciao und viel Spaß.